vor, hallo? Wie jeden Montag möchte ich wieder einen Brief aus einer anderen Mahnwache vorlesen. Diesmal haben wir einen Montagsgruß aus Würzburg. Endlich wieder Montag, werden viele denken und sagen. Jeden Montag werden es mehr. Es ist nicht immer leicht, die Menschen, seine Nachbarn oder Freunde, Familie wachzurütteln. Dies kostet viel Kraft. Dennoch ist es unerlässlich, denn die Zeit drängt. Jeden Tag überschlagen sich momentan die Ereignisse. Flugzeugabsturz in der Ukraine, Bomben in Palästina, Bürgerkrieg in der Ukraine, angezettelt durch die Elite der westlichen Welt. Wohlgemerkt von der Elite der westlichen Welt. Gerüchte kreisen im Netz. Die Wahrheit müssen wir finden. Denn von den Politikern ist außer Lügen nichts zu erwarten. Im Moment können wir nur hoffen und wir können wirklich nur hoffen und beten und wirklich beten, dass es nicht eskaliert. Wir Würzburger möchten alle Mahnwachenbesucher aufs Herzlichste grüßen. Denn ihr seid das moralische Rückgrat dieses Landes. Wir sind das moralische Rückgrat dieses Landes. Damit meine ich jetzt ganz insbesondere die Leute und auch die Würzburger meinen das, die sich unseren Mahnwachen anschließen und für den Frieden hier auf der Welt sind. Ohne euch ist Stillstand und Verfall. Mit eurer Kraft, Liebe und Mut können wir alle Armut, Not und Elend ein Ende setzen. Habt auch ihr weiter den Mut und die Kraft, die Menschen auf der Straße zu informieren, aufzuklären und zu ermutigen. Und das hoffe ich auch, weil Angela es ja eben gerade schon getan hat. Und wir machen das auch weiter. Niemand ist zu klein für irgendetwas. Jeder besitzt Talente, die er in die Mahnwachen mit einbringen kann. Denn selbst das kleinste Zahnrädchen kann in einem Uhrwerk Großes und Wichtiges vollbringen. Jeder Mensch ist enorm wichtig. Und von wo du auch herkommst oder an was du auch glaubst, ist unwichtig. Denn wir haben alle nur das gleiche Ziel. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ein respektvoller und liebevoller Umgang miteinander ist unabdingbar. Denn daraus leben und schöpfen wir. Lasst euch nicht entmutigen oder beirren. Wir alle können alles erreichen, wenn wir zusammenarbeiten und auch zusammenhalten. Es liegt in unseren Händen, ob wir sie in den Schoß legen oder Berge versetzen. Bleibt stark, mutig und liebevoll, denn ihr seid nicht allein. Wir alle zusammen werden es schaffen. Wir sind auf dem richtigen Weg, denn die Elite bekommt Angst. Wir danken euch. Und jetzt habe ich noch mal eine Bitte, weil in Berlin war es wirklich also unbeschreiblich und was dort ausgelöst wurde mit etwas, wo ich euch jetzt auffordern würde, erstmal einmal richtig laut rauszuschreien. Und ich möchte dazu noch anmerken, die Lage hat sich weder in der Ukraine noch in Gaza verbessert. Und wenn ihr seht, was in Gaza los ist, die armen Menschen, die wie Mäuse in der Falle sitzen, im Sekundentakt beschossen werden, regelrecht abgeschlachtet werden und sie können nirgendwo hin. Und es sind Menschen, wie wir alle hier und Kinder und auch in der Ukraine, die täglich in jeder Sekunde ihr Leben auch für uns hier lassen. Und die ganze Welt schaut nur zu und es wird nur einer hingestellt als derjenige, der Schuld hat. Aber da wird der Falsche hingestellt, denn der kann im Moment auch nicht, weil er unser Leben eigentlich jetzt hier auch nicht eigentlich, er schützt es insofern. Denn wenn
wenn sie ihn schon dazu gebracht haben, das lässt sich, sollte sich jeder jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn er wirklich jetzt anfangen würde, dann würden wir hier auch bombardiert werden. Wir sitzen auch hier in Deutschland nicht unter einer Sicherheitsglocke. Rammstein und Büchel werden wahrscheinlich die ersten Ziele sein. Und dort liegt Atomlager. Und da wird keiner mehr davor zurückschrecken. Und diese Bilder sollte man mal vor Augen halten. Und wer jetzt noch sagt, der kann nichts tun. In Berlin haben wir gesehen, wie viele Menschen, in der Bundesrepublik aus Belgien waren sie dabei, sind angereist nach Berlin. Wir können etwas tun. Es kann sich jetzt keiner hier mehr aus der Schlinge ziehen und sagen, ach, was konnte ich denn schon tun? Doch, hierher kommen, mit aufstehen und mit dafür beitragen, dass sie endlich aufhören. Denn ansonsten, wenn wir weiter hier rumträumen, dann werden die, die jetzt die Augen zu haben, denen werden die nachher gewaltig aufgehen. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Und das, was ich abspielen wird, das wird ein ganz schreckliches Videospiel sein. Aber da kann man auch nicht abschalten. Da sind wir dann live mit dabei. Und ich bitte jetzt nur, denn wir haben Macht. Wir alle haben Macht. Denn wir sind das Volk und das möchte ich, und wenn wir es jetzt hier nur schreien, einmal, da waren es zigtausende, es war enorm, was da an Kraft aufkam. Ich würde euch jetzt bitten, hier einmal ganz laut bei drei, wir sind das Volk, denn wir sind wirklich das Volk. Und wir alle, wenn jetzt wirklich mal ein paar mehr kommen würden oder alle aufstehen würden, aufwachen würden, das wäre eine Macht, da kann keiner mehr weggucken. Also, auf drei. Eins, zwei, drei. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Dankeschön.